Bei einem Routineeinsatz kommen Polizeioberkommissarin Sarah Freitag und Polizeikommissarin Katja Wolf einem Sextäter auf die Schliche. Also wir gehen einfach jetzt Fußstreife. Wir machen das ab und an, zum einen Präsenz zeigen, auch Prävention. Der Park hier, den kann man schon als kriminogenen Ort bezeichnen. Das heißt, hier werden häufiger Straftaten begangen oder verabredet. BTM ist hier ein Schlagwort, aber auch Körperverletzung. Hier ist immer viel Alkohol ins Spiel, gerade bei gutem Wetter. Von daher zeigen wir ab und an mal ein bisschen Präsenz. Machen die da irgendwie Sport zusammen? Guck dir das mal an, das Mädchen und der Mann. Normal sieht das nicht aus, oder? Egon für den 11.31. Lassen Sie die das Kind los. Hören Sie. Hören Sie, ich wollte nur helfen. Was nur helfen? Das klären wir jetzt hier. Ja, okay. Hallo. Arme runter. Geht's dir gut? Okay. Was passiert? Meine Kollegin klärt das. Ich wollte dir doch nur helfen. Was ist denn passiert? Möchtest du mir mal deinen Namen sagen? Ist ein Ausweis dabei? Nein. Das will ich gerne mal sehen. Guck mal, ich bin Katja. Wie heißt du? Sagst du mir nicht? Dann komm mal her. Im ersten Moment war es natürlich augenscheinlich so, dass hier der Mann das junge Mädchen angegangen ist, dass er ihr irgendwas wollte. Das Einzige, was wir natürlich sehen, wir kommen um die Ecke und wir sehen, ein Mann hält ein Mädchen fest und das Mädchen schreit. Dann wissen wir natürlich erstmal nicht, was da Sache ist. Ein nackter Mann. Ein nackter Mann war hier? Ja. Okay, und wo war der? Da hinten. Da hinten? Aber deinen Namen möchtest du mir nicht sagen? Ich dachte mir, was ist hier los? Also ich muss hier mal helfen gehen, weil weit und breit keiner war. Aber sie ist echt panisch geworden, als ich dann plötzlich vor ihr stand. Ich wollte ihr nur helfen, ich wollte nur wissen, was passiert ist, ob sie verletzt ist oder so, weil sie so geschrien hat. Das Mädchen entlastet mit ihrer Aussage den Jogger. Katja Wolf lässt unterdessen die Mutter der Schülerin informieren und in den Park bestellen. Die Befragung des Zeugen liefert den Polizistinnen indes keine weiteren Informationen über den nackten Mann. Sie konnten aber nichts beobachten erstmal? Nee, wie gesagt, ich kam von da runter und sie war da alleine schreiend und ich wollte nur gucken. Ich dachte, sie hat sich verletzt und keiner war weit und breit. Kannst du uns was sagen, wie der aussieht? Der war groß, hatte einen Ledermantel und hatte eine Maske. Eine Maske? Wie sah denn die Maske aus? So mit einer Maus. Mit einer Maus drauf? Okay. Dann gehen wir mal zusammen gucken, okay? Wir passen auf dich auf, ja? Ja, dann vielen Dank erstmal. Ja, alles klar, viel Glück. Wegen des großflächigen Geländes ziehen die Beamtinnen Verstärkung hinzu. Über Funk geben sie auch eine Personenbeschreibung des nackten Mannes an ihre Kollegen weiter. Bei ihrer Suche nach dem Verdächtigen vernehmen sie wenig später sehr besorgniserregende Schreie. Wir haben gedacht, wir gucken, lassen uns hier mal blicken im Park. Was geht das? Bleib stehen! Los! Mann! Was los? Was los? Hast du ihn? Ja, nicht so gut. So, Hand zurück. Wir sind mit der Kleinen Richtung Tatort gegangen. Dann hörten wir mit mal Hilferufe. Die kamen von links hinter so einem Gebüsch. Und wir kommen um die Ecke, können gerade noch sehen, wie zwei Männer an einem Mädchen irgendwie rumzehren. Und so wie die uns erblickt haben, sind die auch gleich schon losgerast und haben Gas gegeben. Katja ist dem linken Täter hinterher, der war am dichtesten bei ihr. Ich bin dann dem Täter hinterher, der rechts runter ist. Und da war das Gott sei Dank so. Wir hatten ja vorher schon Unterstützung angefordert. Und als ich meinen Täter verfolgte, kamen dann auch zum Glück Kollegen schon aus der Richtung, in die der Täter lief und konnten mich unterstützen. Ich konnte dann mit den anderen wieder zurück zu Katja und so konnten wir mit mehreren Kollegen zum Glück alle dingfest machen. Was ist gerade passiert? Versuch dich erstmal ein bisschen zu beruhigen. Ganz ruhig. Die beiden sind sicher, wir sind da, ganz ruhig. Sagen Sie mir einfach, was passiert ist. Ich war auf dem Weg nach Hause. Daraufhin sind die beiden gekommen, haben mich bedrängt. Ja. Und wollten mit mir in den Busch. Ich kenne die auch, halt aus dem Jugendzentrum. Sie kennen die beiden, okay? Ja. Ist erstmal in Ordnung. Haben Sie einen Ausweis da für mich? Oh Gott. Marie, kannst du uns sagen, ob das der Mann ist, den du gerade gesehen hast? Nee, der andere Mann war dicker. Der war dicker als der? Also, aber der hatte auch so einen Mantel an. Meinst du, das ist schon so? Okay. So, was war hier jetzt los? Erzählen Sie mal. Das war alles seine Schuld. Was habe ich denn gemacht? Das war meine Schuld. Er hat sie doch bedrängt. Ja, was laberst du denn, Mann? Was denn? Wir saßen nur noch. Du weißt, dass Alina was von mir will. Geh mit dir auf den Sack jetzt, Mann. Verpiss dich einfach.
Das was hatten Sie denn vor mit Alina? Bringen. Was sollte denn passieren? Sie wollten jetzt Gebüsch zehren und dann? Ist ein Gebüsch zehren? Er was wollte. Erzählst du da für eine Scheiße? Du weißt ganz genau, dass Alina ein Auge auf mich wirft. Hat sie gar nicht auf, rumzulügen. Ich dachte, wir wären Freunde. Man verpiss dich einfach. Oh, also, Sie waren die ganze Zeit hier im Park. Ja, richtig. Und Sie waren auch die ganze Zeit zusammen. Der war vorhin 10 Minuten lang pinkeln. Das war schon irgendwie ein bisschen ungewöhnlich. Wo sind Sie pinkeln gegangen? Ja, hier um die Ecke. Warum denn nicht? Darf ich nicht pinkeln gehen? Wenn ich das Bedürfnis Können Sie uns das mal bitte zeigen, wo das war? Dann ruhig mit. Bei der Überprüfung der Aussage des Täters fällt Sarah Freitag im Gebüsch etwas Entscheidendes auf. Er sagt, er war hier pinkeln und ich sehe da was im Gebüsch. Da liegt zufällig genau der gleiche Ledermantel, oder wie? Ich guck mal, ich hol ihn mal raus. Er kann erst mal wieder einen Schritt weg. Ich bin dann in dieses Gebüsch rein und habe dort halt diesen Ledermantel gefunden. Und man sieht, da ist irgendeine klebrige Substanz drauf. Irgendwas Süßes, Pudding oder irgendwas anderes. Also es ist auf jeden Fall klebrig, irgendeine Substanz. Und den haben wir dann natürlich erstmal mitgenommen, den Ledermantel. Ein Schlüssel lag noch dabei. Ist hier noch irgendwas? Sind das von Ihnen Sachen? Die Polizistinnen vermuten, dass der Mantel dem nackten Mann gehört. Bei ihrer Suche nach weiteren Hinweisen stoßen sie auf ein Indiz, das den Verdacht erhärtet. Marie, guck mal. Würdest du sagen, dass das die Maske ist, die der Mann hatte? Das war die. Auch eine relativ große Jacke. Dann haben wir doch schon was gefunden. Dann finden wir bestimmt auch gleich den bösen Mann, ne? So. Katja, hier habe ich eben festgestellt, da klebt noch irgendwas Backiges dran. Sie ist auch voll hier, Eis solche Reste sind da noch dran. Wann hast du dich so bekleckert? Marie, hast du ein Eis gegessen? Ich habe ein Eis gekauft. Wir holen da immer Eis bei dem Eismann. Ja, komm, dann gehen wir mal darüber. Hofft ihr jetzt, dass er was gesehen hat hier auf die Entfernung oder was? Ja, die Kleine hat ein Eis gegessen, an dem Mantel klebt Eis. Er hat natürlich da von seinem Eiswagen freie Sicht hier auf die Wiese. Wir können ihn jetzt mal fragen, mal gucken, was er dazu sagt. Vielleicht hat der Täter sich auch ein Eis gekauft. Ich meine, auf der Jacke war ja wahrscheinlich dann wohl auch Eis oder irgendwas. Ich sag mal, wenn man sich hier umguckt, irgendwas wird er schon gesehen haben. Ja. So, Sie verkaufen hier Eis, richtig? Ja. Haben Sie irgendwas Auffälliges hier beobachtet? Nee. Wir hatten hier gerade jetzt in relativ kurzer Zeit zwei Zwischenfälle. Ja. Und das junge Mädchen sagt, dass sie bei Ihnen auch ein Eis gekauft hat. Ja, dem Mädchen habe ich Eis gekauft. Bräuchten auf jeden Fall Ihre Personalien gleich mal, ne? Kann ich Ihnen gerne geben. Also, kein Problem. Wenn wir im polizeilichen Einsatz Personen haben, dann ist es bei uns immer Standard, dass die von uns abgefragt werden. Das heißt, wir fragen über die Leitstelle diese Personen ab und die Leitstelle überprüft dann über den Computer, über unsere Systeme intern, ob die Personen polizeibekannt sind, ob schon Straftaten da waren, ob schon Vorstrafen da sind. Und von daher für uns dann immer erst die Abfrage, dass wir grob wissen, mit wem wir es zu tun haben. Ja, ich habe den Herrn schon mehrfach eingegeben hier und zwar habe ich den einigen wegen Tourismus. Dann haben wir Erregung öffentlichen Ärgernisses. Der hat sich aus dem Kindergarten ausgezogen. Ja, haben wir erstmal soweit mit. Ja, hast du mitbekommen? Nein. Der Täter hat sie wohl auch noch fotografiert. Also der hat ein Handy dabei gehabt. Er ist auf jeden Fall bekannt. Der hat eine Akte. Erregung öffentlichen Ärgernisses, Exhibitionismus, der war auch schon mal im Kindergarten und hat schon öfter Theater gehabt. Die Polizistinnen konfrontieren den Mann umgehend mit ihrem Tatverdacht. Da er alles abstreitet, müssen ihm die Beamten das Delikt nachweisen. Dank des sichergestellten Schlüssels aus dem Gebüsch stoßen sie auf einen Hinweis, der seine Schuld zweifelsfrei belegt. Hier haben wir ein Handy. Den Handy hat er einfach noch am Liegen. Sie bleiben stehen, habe ich gesagt. Hände auf dem Rücken. Kollegen. Hast du es? Sample von meiner Tochter. Also schon ziemlich beweislastig jetzt. Das Handy finden wir in der Kiste, für die er angeblich keinen Schlüssel hat. Der Schlüssel war dort in dem Gebüsch. Das Mädchen fotografiert genau in dem Moment, als er wahrscheinlich entblößt vor ihr stand. Der Täter wird umgehend dem Haftrichter vorgeführt werden, da er gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen hat. Wegen exhibitionistischer Handlungen gegen Minderjährige erwartet ihn eine Anzeige. Das kleine Mädchen hat sich gut erholt. Die jungen Männer müssen sich wegen Nötigung zu sexuellen Handlungen verantworten.